Blickpunkt Rheinach. Hallo Rheinach. Hier ist das Kulturduo. Das sind Barbara Preußler und Ernst Born. Wir besuchen Menschen, die in Rheinach wohnen oder hier arbeiten. Sie stehen zwar nicht im Scheinwerferlicht, aber sie prägen den Charakter von Rheinach. Genau. Hier besuche ich Heidi Büttel in ihrer gemütlichen Wohnung. Heidi Büttel hat viele Jahre mit ihrem leider verstorbenen Mann das einzige Fischbuffet in Rheinach betrieben. Jetzt erzählt sie der Barbara, wie es dazu gekommen ist. Ganz am Anfang, als die alte Gemeinde war, war der oben. Und dann haben sie ja dann die Gemeinde umgebaut. Und dann ist ja der ganze Gemüsemarkt, der war, ist dann runtergekommen vor dem Milchhäusli. Aha. Und dort haben wir ein Kielbuffet gehabt. Und die Idee war eigentlich, dass noch etwas mehr etwas anderes hineinkommt auf den Markt. Gerade an einem Freitagfisch. Die zwei, die es gegründet haben, ja, genau, haben einfach einen Rahmen gesucht und haben gefunden, Polarfisch passt jetzt so an. Genau. Weil ja die Fische von richtig Polar herkommen. Und so ist dann das entstanden. Und da ist etwa, ich bin nicht sicher, aber sicher etwa 10, 15 Jahre haben wir den Fischmarkt gehabt. Das ist schon eine ganz schöne Zeit. Also 10 Jahre sind es mindestens. Ja. Hast du vorher schon mit Lebensmitteln gearbeitet? Ja. Ja. Und wie? Ich habe die Lehre gemacht beim Bell, kalte Küche. Mhm. Also belegte Brötchen, mhm, Pasteten, Salat, alles so. Und dort habe ich dann die Lehre gemacht. Da war ich in einer Filiale. Und dort habe ich meinen Mann kennengelernt. Mhm. Er hat das natürlich können. Und er hat mir dann gezeigt, wie man ein Fischfilet dirigieren tut. Aha, dein Mann hat es dir einfach. Ja, da hat mir das gezeigt. Gibt es da spezielle Werkzeuge dazu oder Messer? Ja, grosse Messer. Ja. Wenn wir ein Salm filetieren, braucht man ein grosses Messer, ja, also wie ein Metzgermesser. Ja. Und wenn wir ein Sol filetieren, brauchen wir ein ganz dünnes Filetiermesser. Das ist jetzt ein Filetiermesser. Das ist eins zum Sol filetieren. Auch ein Filetiermesser. Das ist eins zum Lachs schneiden. Und hier haben wir noch ein Austernmesser zum Austern aufmachen. Gut, ich komme ja aus der kalten Küche. Also ich habe ja auch viel, ja, mit den Händen gemacht. Es war nicht so ein Problem, dass ich das nicht, ja, lernen konnte. Bei vielen, also, wir haben auch Lehrlinge von Restaurants, die vor der Abschlussprüfung sind, bei uns Fisch filetieren, die das eigentlich gar nicht lernen im Geschäft, weil sie alles filetiert haben. Und dann war das ein Problem, denen das richtig zu zeigen. Also die haben etwa einmal einen Fisch verschnitten. Eine ganz lustige Geschichte von deiner Tochter erzählen. Ja, das ist so. Also eben du nachdem, dass mein Mann bei Belfort ist, er hat einen Job bekommen bei der Gonessa. Das war auch so eine Fischhandlung. Ja. Die hat zum Hotel St. Gotthard Zürich gehört. Und dort haben wir auch selber Kaviar abgepackt. Also da kommen Büchsen, die sind 1,5 Kilo schwer und die musst du dann abfüllen in kleine Büchsen, 100 Gramm, 50 Gramm und so weiter. Und das habe ich wahnsinnig gerne gemacht. Es ist ganz etwas Interessantes. Es gibt drei Sorten Kaviar. Mhm. Es gibt Beluga, das ist der grobkörnig, so dunkelgrau. Dann gibt es den Rosiet, der ist mehr so grau ins Goldige rein. Und den muss man gerne haben. Und dann gibt es den Semruga, das ist ein ganz feinkörniger, ein grauer. Dann habe ich den mal abgefüllt. Und da meine Tochter noch klein war, habe ich die dann mal mitnehmen. Ich hatte einen separaten Raum und dann haben wir miteinander Kaviar abgefüllt. Sie hat gemalt und ich habe. Und dann habe ich habe das mal probiert, geht zum Essen, und sie hat das gut gefunden. Und viele sagen, das sei nicht gut. Auf jeden Fall habe ich noch etwas geholt und bin rausgegangen. Und ich zurückgekommen bin, als sie dort kam und mit dem Löffel Kaviar gegessen. Also, sie hat nicht rentiert. Und dann war noch ein Kollege dort, der hat auch gesagt, also da bleibt er nicht. Und dann haben die zwei gefunden, wir könnten doch selber anfangen. Also der Kollege hat das Geld gehabt, mein Mann hat
Das Know-how gehabt, ja. Und hat Dänemark, Holland, Norwegen, überall seine Lieferanten gehabt, gut mit denen auskommen und so. Und so ist das Stand gekommen, dann haben die selber angefangen. Ja, das ist ja eine Leistung. Ja. Und wer war denn dann so eure Kundschaft? Kundschaft ist also vor allem Restaurant, Hotel, ja. Altersheim, Spitalkochen. Also, wir haben zum Teil sehr gute Restaurants gehabt. Also, ja, das glaube ich. Und das, dass wir neu, dass die neu angefangen haben, die haben ja das gleiche Produkt gehabt wie die anderen. Also, das ist dann die Filetiererei. Jetzt haben sie dann die Idee gehabt, die zwei Wannen. Wir bieten am Kunden anbieten, er kann bei uns den ganzen Fisch kaufen und wir bieten gratis filetieren. Und so ist das Filetieren gekommen. So habe ich das Filetieren dann gelernt. Also nicht nur Fisch verkaufen, sondern auch Dienste. Das ist vorher gesehen, da habe ich schon. Da habe ich perfekt können, bevor wir den Fisch mal gehabt haben. Ja, und dann gab es ja den Punkt von deinem Haus. Dass du auf den Gemeindeplatz gekommen bist. Ja, da sind wir dann auf den Gemeindeplatz gekommen. Hatte das einen Grund, dass ihr da plötzlich noch sozusagen woanders hingegangen seid? Es war ja damals in Kegel, das muss man ja dazu ja, sagen. Ja, der Laden war in Kegel. Wir hatten dort aber keine Privatkunden. Ja. Wir hatten dann einfach den Festwerk, ja. Das Buffet, das Kielbuffet, dass private Leute Fisch kaufen können. Ja. Und im Sommer war ja kein Markt. Und dann haben wir also Kundschaft gehabt, so Frauen gehabt, die angerufen haben und bestellt haben und die sind dann bei uns im Büro gekommen. Und dann hattet ihr den Wagen? Wir haben hier um Zwienach haben wir nur ein Fischbuffet gehabt und wir haben in Basel auf dem Markt einen Wagen gehabt. Ja. Aber der hat nicht rentiert. Ja. Da haben wir nicht so lange gehabt, knapp ein Jahr. Ja. Dann, ja, das ist dann so die Niederschläge, die man ja, so ein bisschen ja. hat. Aber das, in Reinach, das hat sich wahrscheinlich es ist schon, gelohnt, es ist dann mit ne? der Zeit wieder. Gut, das Problem ist, ich habe dann im Verkauf geschafft, wo meine Tochter in die Lehre kam, bin ich in der Palafisch habe ich geschafft, im Verkauf. Und dann habe ich eigentlich am Freitag immer meine Kunden besucht. Dann konnte ich eigentlich nicht mehr auf den Markt gehen. Und dann sind andere angekommen, also auch vom Geschäft. Aber irgendwie, ich weiss es nicht, warum irgendwer jetzt nicht mehr rendiert. Ja. Und es hat niemand mehr gehen wollen, vor allem im Winter, wenn es so riesig kalt ist. Und so, wie war das für dich damals? Man hat ja Kundenkontakt, man hat Leben. Das war sehr toll gewesen. Ja. Das war sehr toll gewesen. Es hat auch Leute gegeben, die gefragt haben, wie muss ich den Fisch machen oder so. Ich habe auch von älteren Frauen, sagen wir mal, heute bin ich auch eine, aber sagen wir von älteren Frauen, Tipp bekommen. Ja. Das ist mir ganz lustig gewesen, dass... Ein bisschen wenig? Ja, es hat mir schon ein bisschen wehgetan, ja. 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 Aber eben, ich bin dann auch älter geworden und ich habe dann eigentlich auch nicht mehr. Ja. Was hat sich denn zu heute eigentlich geändert, wenn man so überlegt, Markt und Verkauf und wenn du jetzt... Ja gut, also der Markt dort in Zwienach, er hat einfach zwei Mierstände und das andere interessiert mich nicht so. Aber es sind sehr nette Leute auf dem Gemüse, die bedienen die und so. Und es ist schön, du kannst einfach frische Ware holen. Du gehst am Freitag an und du weißt genau, also vor allem wenn du Salat kaufst, weißt du genau, da ist gestern gedrückt worden oder vielleicht morgen noch. Ja. Da hast du einfach frische Ware. Welche Fische habt ihr denn überhaupt verkauft? Nur eine Sorte, oder? Nein, wir haben einfach nur filetiert. Also wir haben Dorsch, wir haben Schollen, wir haben Lachsforellen, wir haben auch Lachsfilet dort, wir haben Bootwag, wir haben Sol. Also wir haben ein rechtes Programm von Forellen und Saibling. So wie man heute immer noch andere Sachen verkauft, hattet ihr nicht, ihr hattet wirklich noch Fisch oder also wir haben nur, so. Wir haben dann einmal, wir haben im Geschäft das selber geräuchert. Ja. Da haben wir Strehmali geräuchert und Saibling
Und das haben wir auch immer am Mittwoch haben wir dann auch noch schnell geräuchert im Geschäft, dass wir es am Freitag haben verkaufen können. Und das haben wir dann auch so Sachen verkauft. Und auf die Weihnacht haben wir dann Rauchlachs gehabt, wir haben auch Entenbrüschli gehabt, einfach separat zum Verkaufen. Also so Sachen, die die Leute dann einmal gefragt haben, das haben wir dann auch nicht. Ja, es hat nie ein Problem gehabt. Aber eben das Problem ist, viele haben immer gesagt, ja, das könnte ich nicht machen. Das schmeckt einfach Fisch. Ja. Also ich muss sagen, wenn ich auf dem Fischmarkt war, bin ich heimgekommen und habe gerade alles abgezogen und auf die Terrasse. Da, weil am Freitag konnte ich waschen, also habe ich es auf die Terrasse. Da. Aber ich habe immer gesagt, das Geld an die Mund stinkt auch nicht. Das war meine Einstellung. Ihr wart ja auch auf Messen. Ja. Wo waren denn die Messen? Also die einzige Messe, die wir mit dem Polarfisch gemacht haben, nein, da haben wir zwei gemacht. Nein, ich weiß nicht. Mustermesse, da war noch die Warenmesse. Da haben wir einen Stand gehabt, den wir verkauft haben. Und dann die Geo. Die ist ja nur alle zwei Jahre. Wo dann für Hotel und so ist, und da tust du nichts verkaufen, da stehst du einfach raus und tust deine Kunden betreuen, die zu dir kommen. Magst du noch Fisch? Ich habe sehr gerne Fisch. Ja. Magst du den lieber auf dem Tisch oder den im Fluss anzuschauen, im Zoo? Oder? Nein, ich mag ihn sehr gerne auf dem Tisch. Okay. Ich habe auch gerne einen guten Fisch. Und ich habe einen Enkelsohn, der hat wahnsinnig gerne Fisch. Also kommt immer am Karfreitag kommt er zu mir essen und dann machen wir ein bisschen spezielle Fisch. Nicht einfach nur ein Dorsch oder ein Schollenfilet, sondern ich kaufe dann eben mal ein Sohlfilet. Ist halt preislich ein bisschen. Aber oder ein Steinbutt. Das sind dann so Fische, die ich dann schon so mache, wie er auch kommt. Aber auch für mich mache ich gerne einen guten Fisch. Der einzige Fisch, den ich nicht gerne habe, ist Salm. Guckst du dir auch manchmal Fischdokumentation an, wie die Fische im Meer rumschwimmen und so weiter? Ja, wenn er bis so kommt, ja. Ja, ja. Gefällt dir sowas überhaupt? Finde ich schön, ja. Ich finde es überhaupt, wenn es so landschaftsmäßig oder so ist. Das schaue ich wahnsinnig gerne. Kannst du dir vorstellen, wenn du auf einer Insel wärst, sage ich mal so, dass du selber angelst und fischst? Oder hast du das vielleicht schon mal gemacht? Angeln nicht. Aber ich kann einen Fisch ausnehmen. Mhm. Aber angeln, das ist mir... Da bin ich nervös. Da läuft nichts. Aber ich habe einen Freund, wir waren in Dänemark immer in den Ferien und wir haben dort einen Freund, der ist immer aufs Meer rausgegangen. Und wenn er zurückkam, hat er mir angerufen, dann kannst du Fische holen. Und dann habe ich die ganzen Fische, die ich daheim hatte, die im Ferienhaus habe ich die viele Tiefen gemacht. Zum Beispiel, ich habe jetzt Edelfilet gemacht und die habe ich gerne im Bierteig. Und dann mache ich ein Bierteig und mache die Egelfilet im schwimmenden Öl. Also, das kommt so spontan bei mir. Das Kochen und Backen, das gibt mir Befriedigung, das gibt mir Ruhe. Das ist kein Stress für mich, sondern das gibt mir Ruhe. Auch an der Weihnacht, wenn ich Gutzeli backen tue. Also das ist für mich, ich mache das in zwei Tagen, wie sieben oder acht Sorten. Und ich brauche so ca. 2 Kilo Mehl und 3 Kilo Butter. Also ich mache schon rechte. Und das gibt mir aber eine Befriedigung, eine Ruhe. Das ist für mich nicht ein Stress. Auch wenn ich koche dreckig koche ich mit Butter. Aber das ist für mich... Und wenn ich dann die auf dem Stubentisch in den Büchsen habe und schaue, eine wahnsinnige Freude. Wobei, ich esse ja die nicht, ich verschenke ja die alle. Und ich habe eine ganz tolle Familie. Das ist toll. Ich habe zwei ganz tolle Kinder und ich habe zwei ganz tolle Enkelkinder. Also, die geben mir auch Kraft. Das ist doch Glück. Du hast ja hier eine wunderbare Terrasse. Ja. Du überschaust Rheinach. Ja, nicht ganz, aber fast. Ja. Und wie gesagt, deine Heimat ist es schon seit 24 Jahren. Ja. Und wir schauen uns ja dann noch mal kurz dem
Blick an. Mhm. Und kann man eigentlich sagen, dass du dich wirklich zu Hause fühlst in Rheinach? Ja. 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 Ich kann nicht. Gut, ich habe zwei, drei Kolleginnen zuerst, weil ich dort bin, turnen, jahrelang. Aber ich fühle mich wohl zu Rheinach. Und ich habe ja alles hier. Ich habe den Bus hier, ich habe das Tram hier, also was soll ich mehr? Das einzige Einkaufen, das kann ich auch fest. Weil, das ist diskussionslos. Wie siehst du denn dein Leben rückwirkend? Wenn ich zurückgehe? Wenn du zurückschaust, wenn... Sehr gut. Wir haben nie viel gehabt, was wir hatten, haben wir dafür geschafft. Aber es ist uns gut gegangen und mit der Zeit haben wir uns auch schöne Sachen leisten. Also ich habe ein schönes Leben gehabt. Zwar einiges hast du schon gesagt, aber was gefällt dir denn an Rheinach? Speziell. Also hier, wo ich jetzt wohne, finde ich schön, die Ruhe und tolle Leute im Haus. Mit Käfern, wo freundlich sind, die auch sehr behilflich sind, wenn du etwas hast. Also, das finde ich schön. Und eben, du bist gleich im Grünen raus. Du musst nicht weit laufen, du bist im Wald oben, du bist hier hinten im Grünen. Es ist angenehm zum Wohnen. Du. Was würdest du dir da wünschen? No? Wie soll ich sagen? Ein bisschen mehr Auswahl an den Läden. Also, es fehlt ein Schuhladen, wir haben keinen Juraladen, wir haben dafür zwei Brüllenläden, wir haben etwas 10 Waffen. Nein, es ist schade. Die Einkaufsmöglichkeiten sind natürlich.